Bonjour. Auf ein neues. Jo, sorry wegen der letzten Episode, die war überspektakulär. Und wahrscheinlich werden sich jetzt auch viele Leute wundern, warum seid ihr da, wo ihr jetzt da seid? Richtig. Weil ich habe im bisschen offline hier noch ein paar Sachen nachgeholt, die wir vergessen haben, wie den Schwertorb zu holen aus dem Tempel bei der Nordstadt. Und das Dimmelchen für El Oasis. Aber das geben wir jetzt mal ab hier. Was soll das sein, König Oma? Ein Dingelchen. Beim Barter des Propheten, du hast ein Dingelchen mitgebracht. Die und ihre Dingelchen? Was ist denn, nur, was ist denn das Dingelchen nur eigentlich? Eine falsche Vagina. Das Wasser, schön, wir haben wieder Wasser. Endlich, zudem schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Was? Gürtel? Ich will den Gürtel. Zettler Gürtel, halte! Was macht mein Zappler Gürtel? Seit wann haben wir einen Gürtel? Hier ist jetzt der Zappler Gürtel und dann können wir uns damit teilen, wenn wir gezappelt sind und so klein sind. Aha. Ja. Okay. Das ist toll. Das ist toll. So, und jetzt gehen wir natürlich regulär, was wir in der letzten Episode wenigstens geschafft haben. In die Goldstadt. Wenn ihr sie wiederfindet. Stimmt. Wenn ihr sie wiederfindet. Leute, auf ein neues. Wo bin ich? Drück die Daumen. Ich gehe nach Osten. Osten ist immer gut. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Das ging ja fix. Das ging wirklich fix. Das ging wirklich. Ich bin überrascht über mich. Oh, scheiße. Ich bin doch demografisch nicht so scheiße, wie ich dachte. Ah, erst doch. So, und weil wir ja den Schlüssel jetzt haben, können wir da jetzt reingehen ohne Probleme. Und ja, alles töten! Stirb! Achso, ich bin ja auch noch geklaut unterwegs und so. Und der Junge kann jetzt mal, weil ich auch den Schwertrop jetzt habe, das Schwert nehmen. Damit das auch mal wieder zum Einsatz kommt. Sehr, sehr schön. Ich sehe, wir haben ein bisschen mehr Prozess. Sechs Hundevieh! Deine Mutter war Lassie. Ey, ich will auch mal. Wieso war seine Mutter Lassie? Die war nicht rosa. Lanze im Ohr behalten! Ah, der Kommentar war witzig aus dem Hintergrund. Jo. Maine Coon? Terrier, Fox Terrier Mix. Das ist Lassie. Ist es, ja? Ja. Ich dachte, Lassie war eine eigene Rasse, ne? Ja, eigentlich ein Collie, aber in Wirklichkeit ist es ein Maine Coon Fox Terrier Mix. Weil das lange Fell von der Maine Coon Katze mit der langen Schnauze von dem Hund gepaart mit einem buschigen Schwanz ergibt. Also hat eine Katze mit einem Hund gevögelt, sehe ich das richtig? Ja. Oh, Boss! Oh mein Gott! Wieso hat mich niemand vorgewarnt? Es geht doch nicht so! Den hatten wir doch schon mal. Ja, die Katze hatten wir schon mal. Ganz am Anfang. Ja, gegen die Hexe. Mein Gott, Mitch, du hast dir mal was gemerkt. Ja, aber. Ich bin stolz auf das, weißt du das überhaupt? Mein Gott, mein Herz schwillt an. Ich bin voll aufgeladen, jetzt kannst du kommen. Eins? Will das mich verarschen, das Vieh? Was ist denn effektiv gegen das Teil? Und wir sind ein Kuscheltiger. Kannst du das mal analysieren? Komm da nicht ran. Jetzt kann ich analysieren. Ich wollte bloß mal unter deinen Schaden loswerden. So. Nee, so nicht. So auch nicht. Doch so, ja. Ja, Elektra. Ja, genau die. Und dann das, genau. Analyse und dann... Funktioniert das nicht, weil du zu weit weg stehst von dem Vieh. Was? Jetzt sollte das funktionieren. Ach, weil die anderen zu weit weg stehen von dem Vieh. Na, ja. Ist klar. Oh, dein Zauberlevel ist gestiegen. Goldmünzen. Hat keine Magieanfälligkeit, na danke schön. Dann. Ist das Vieh gerade? Knall ich irgendwas drauf. Oh, siehst du, Elektra muss ich auch leveln. Das Vieh hat mich gerade gefressen. Ein Schaden? Das will mich doch verarschen, das Teil.
69 Schaden, das sind doch keine Schadenswerte. Ich kam mir das letzte Mal schwieriger vor, hm? Ey, das will mich doch hier roffeln. Das hab ich, glaub ich, getroffen. Das will mich doch einfach nur roffeln, das Teil. Menjo! Mach doch dein Dunkelheitszauber drauf. Es hat einen Schaden gemacht, der Dunkelheitszauber. Obwohl, ich könnte es debuffen. Dann mache ich das. Jetzt macht mein Zauberschaden. Sauerstoff. Ja, sorry, ich bin doch voller Analytiker. Nicht für umsonst ein bisschen Analyse Zauber. Nee, mein Schaden macht so mein Zauber macht trotzdem nur einen Schaden. Hab ich sofort gesehen, dass das nur so funktionieren kann. Du Lavawelle, ja, nee, mach doch Blutgranate. Mach mal mit. Mein einzigen Schadenszauber, den ich habe. Jo, mach mal. Und eine Flammband. Haus da raus, die Scheiße. Hau raus, den Mist. Selbst gemacht. Unser zusammener Schaden hat 170 nur gemacht. Ey, wir sind. Wenn das viel brennt, nicht mal. Wir sind so imbar. Also, mein Gott, ich bin begeistert. Oh, das ist mein Schaden? Nee, das war's, mein Schaden, oder? Nee, das war meiner, aber ich hab die Katze geköpft. Der hat keinen Kopf. Siehst du das? Ja, der explodiert ja auch wie bekloppt. Es ist nicht dein Ernst, Katze. Also war es ja doch meiner, oder nicht? Oder wie, oder was? Nee. Eins, okay. Aber wir dürfen mit dem gleichen Zauber drauf, glaube ich. Ich habe eh keine Magie mehr. Ist schon, das macht schon Schönes. Ich weiß es doch auch nicht, was ich mache. Eine tolle Steinklinge. Nee, ich mache eine Schutzaure, wenn du so viel auf der Fresse kriegst. Wow, der ist ja immer noch bei der Stufe 1. Ja. Ich sehe schon, du bist da voll gewappnet. Gewappnet. Ach, hier, gib mir eine Nuss. Gib mir eine Nuss. Ja, der Mann steht auf Nüsse. Penis. Ich will's kaputt hauen. Von der Peitsche wäre schon längst vorbei, aber ich muss ja die Fratsche, die Klammern benutzen, ja. Ey, Frosta erreicht irgendwie mal Level 4. Yay. Und das ist jetzt gut? Ja, jetzt macht sie vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Das Teil ist irgendwie ganz schön hier so eine, ne, so eine. Es ist einfach. Es also steckt viel ein. Aber es steckt viel ein. Das macht halt auch nicht Schaden. Das macht absolut nichts. Also ist jetzt tot, bitte? Bist du jetzt gestorben? Ich glaube ja. Hoffentlich. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich freue mich schon drauf. Und weiter geht's. Yay. Boomerang-Orb erhalten. Yay. Yeah. Nee. Ich will aber auch einen Bogenorb. Oh, du aber. Jo, dann gehen wir hier hoch, ne? Was gibt's denn da? Eine Kiste. Eine Kiste. Und mit einem Peitschenorb. Ein Axtorb. Oder so. 20.000 Orbs. Okay, hier geht's nicht rein. Oh, ich sollte aufhören, dir bei jedem Dreck zu folgen, ernsthaft. Ja, vielleicht solltest du das tun. Beschwerst du dich hier überhaupt? Ja, mach ich. Das finde ich nicht nett. Sorry, ich nehme mal kurz die Hades-Granaten. Ich muss die mal ein bisschen hier aufstufen, weil der ist ziemlich schwach. Ja, mach mal. Ich hau da mal auf den Sack. Ich benutze allgemein nicht gerne die dunkle Magie hier. Die ist halt immer nur so schwach. Oh. Und überall Türen? Sind nicht alles Türen? Nein, das sind keine Türen, das sind Fenster. Fenster? Guck.
Ich kann da nicht durchgehen. Ich kann vielleicht rausspringen. Ich will auch hauen. Wie soll ich denn so meine Clown-Kappen müssen leveln? Das geht auch nicht. Ich sehe es doch auch nicht, wie du es machst. Hallo. Jetzt vermehrt sich das Teil wieder wie sonst was. Lass krabbeln. Ey, den Bodycheck mit dem Arsch hat gewirkt. Ja. Das ist schon so ein bisschen neidisch, ne? Schon wieder ein Gegner. Bist du nicht in jedem schissener Ernst hier drin, oder was? Autsch. Ich werde gleich analysieren. Ey, das ist doch nicht normal, dass ich nur noch einen Schaden mache mit der Magie. Ich war doch mal so hilfreich. Ich bin bewusstlos. Ich habe mich getroffen. Ich sollte vielleicht mal heilen. Lass mich heilen. Frosta ist für alle da. Lass da einer von mir. Ja, ich will. Kopiere mich nicht! Ich bin individuell! Indie was? Individuell! Wie als Ausländer. Oh, du Rassist! Analysiere. Ist ja gut. So. Man wird mir ja vorgeschrieben, ich darf alleine spielen. Nein, du darfst doch nichts. Zu Recht. Elektra, danke schön. Jo, das war der Schaden. Aua. Ich will den gerade von denen geben, was kriege ich denn zurück? Großartig. Ich gebe mir so ein bisschen auf den Sack, ne? Guck dir diese Schadenszahlen an. Ja, auch nur durch meine Analyse, verstehst du? Und durch eine ganze Menge. Irgendwann hätte ich es rausgefunden. Nüsse. Nein! Lass mich verarschen! Jetzt kam meine. Schadenswerte. Jetzt kam meine mit den 228. Ich mach da wieder mal einen Tank, wenn das okay ist. Jo, der andere macht ja nichts. So. Heilen. Heilen. Klingt doch nett. Das ist ein bisschen nervig. Ja, der hat viel Lebenspunkte. Ah, 36. Oh, ich hab keine Magie mehr. Na, hier geht's jetzt ohne Magie. Niedlich. Ich mache ich selbst mehr Schaden. Schlammbombe Level 8. Oh, niedlich. Niedlich. Wieso treff ich denn das Dreckvieh nicht? Ich hab doch keinen Plan. Ich hab den voll verplättet, voll aufgelevelt, bis zum letzten. Dem vollkommen egal. Der läuft einfach durch mich durch, am Wachen des Wortes. Nee, kann ich mal sehen, du bist einfach nicht eher so scheiße. Ich bin bewusst, guck mal wieder. Hey, du hast es getötet. Yay. Was auch immer es war ein Zuchtbulle. Kling, kling. Da, besser geht's. Weiter geht's. Auf ein neues. Oh. Da hat sich sein Rumgeningel ausgezahlt. Ja, es zeigt gerade den Mittelfinger. Sind wir jetzt hier fertig? Ja. Es gibt einen Samen. Ich bin Laterna, okay. Der König hat mich als Sklavin missbraucht. Oh, das klingt pervers. Hat mich gezwungen, die ganze Insel in Gold zu verwandeln. Nehmt mich mit, das Böse muss aufgehalten werden. Ja, und das ist jetzt der Geist, der nur dir gehört. Yippie, ich krieg wieder die Sklavin, verstehst du? Die sich dem König hingeben musste. In Wirklichkeit bin ich nur ein Lichtstrahl. Jahrelang, weißt du?
Ich kann eigentlich gar nichts außer warmes Licht machen, weil kaltes Licht ist ja scheiße nach deinen Aussagen. Nee, andersrum. Kaltes Licht ist geil und warmes Licht ist kacke. Letztes Mal hast du gesagt, kaltes Licht ist scheiße. Weißes Licht ist cool, hab schon immer gesagt. Letztes Mal hast du gesagt, kaltes Licht ist scheiße und nur das warme ist gut und gesund für dich. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, das ist ungesund, ist das kalte Licht, ohne Frage. Ich find's trotzdem geil. Guck wenigstens mal, was du jetzt für Zauber kannst. Guck mal. Froster, irgendwas hier. Laterna. Wir haben eine Lichtklinge, logischerweise. Ein Laserentferner. Ein Laserentferner, das klingt aber hart, ey. Und ein Energieschild. Was macht der Energieschild? Kann man so irgendwie nachlesen? Ja. Okay, geh mal raus. Kannst du gehe ich jetzt rein. Weil bei dir dauert es ja stundenlang, bis du das kapierst. Boah, ist das eine blöde Kuh. Nö. Ach, ich hab das gar nicht. Dann musst du reingehen. Ach, muss er ja. Das kann jetzt Stunden dauern. So, Level, ja? Mhm, ja, schon gut. Und jetzt so, wechsel wohin? Wie? Ja, genau. Dann klickst du. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Er tippt gerade auf meinem Controller rum. Dann klickst du nochmal. Lichtklinge, Waffen erhalten die Kraft des Lichts, Laserentfernung, Gegner werden durch Licht geblendet. Energieschild schützt vor gegnerischen Waffenattacken. Ich habe also de facto keine Angriffszauber, sondern ich kann blenden, ich kann Licht. Das Lichtentfernung ist eine Angriffsmagie. Klang jetzt irgendwie nicht so. Doch, glaub mir, das ist wirklich Angriffsmagie. Kostet nur schweinisch viel Mana-Punkte, aber ist so scheißegal. Ich kann angreifen, zweimal! Yeah. Richtig! Ich bin mächtig! Ich kann zaubern! Piu, 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 piu. So richtig mächtig! Zaubern! Piu, 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 piu. Wo wollen wir hin? Wir gehen erstmal zum Schmied. Warum? Ach ja, die ganzen Orbs hier zu verwenden. Oh, die Orbs sind hier noch kein Menschen, aber kein. War nicht cooles Penis dabei. Nicht cooles! Penis, Vagina! Axt muss hoch. Ein Schleimbein. Das ist jetzt eine Morpheus-Lanze. Der Bogen wird zu Elfenbogen und Elfenbogen. Giftschleuder. Das ist witzig. Nee. Schuh, jetzt gehen wir dann zu König Midas. Sag mal, wenn ich mich jetzt dir ganz kurz anschließe, dann ist das so, dass ich jetzt rausgehe mit Select und ich stelle dann automatisch hinterher Lofa. Ja. Okay. Warum? Aber wir können ja vorher mal schlafen. Meine Blase platzt gleich. Ich gebe mir noch ungefähr 30 Sekunden. Und dann explodierst du? Und dann explodiere ich. Wir haben aber auch 20 Minuten. Nee, noch nicht mal. Und genau deswegen mache ich eine kurze zweiminütige Pause, währenddessen mein Mitspieler Martin meine Rolle übernehmen wird. Ich tanze! Und derweile ohne mich weiter rennt. Ich selekte? Ja, select ich. Ja, nee, ich Mama, start. Nee, hab ich schon. Oder? Nee, hab ich schon nicht. Start! Start ist dort, wo select ist. Geht. Kissen. Juhu, bis gleich. Dann mach ich den Scheiß jetzt hier alleine, weil ich das eh besser kann. Mach doch dein Zeug alleine. Da freut er sich noch im Hintergrund. Oh Gott, das ist so professionell. Die haben immer noch Gold. Die findet immer noch die Mieten so teuer. Krieg mir irgendwie aus dem Hintergrund einen Satz zum Sonntag. Sag was! Ignorier mich nicht! Selbst auf Komparsen kann man sich heutzutage nicht mehr verlassen. Ach nee, witzig, aber lacht sich innerlich ein Ei. Ah, ich mach da mal einen Screenshot von. Gott, der braucht wieder lange auf Toilette. Du weißt schon, was man deine Bleistiftstriche hört. Achselzucken. Ah, behindert. Jo, egal. Ja, während Mitchell weg ist, kann man ja wieder sagen, wo. Oh, ich werde angestarrt.
Egal. Gehen wir einfach zum nächsten Tempel, wenn Minchi nicht da ist, da der wahrscheinlich jetzt noch einen abseilt. Richtig derbe, schwarz und dreckig. Kannst du mal nachgucken, ich glaube Minchi ist gerade geplatzt. Du bist nicht freundlich, weißt du das? Hey, der feiert sich trotzdem einen runter. Hey, der ist geplatzt, das finde ich voll witzig. Ach, kommt der Monsieur wieder? Back to action! Weißt du, wie peinlich es gerade war mit Benno? Mit Benno? Warum? Mit der Person, die hier noch sitzt. Richtig derbe peinlich. Die Person hat uns einfach nur ignoriert. So, nächster Tempel! Uns? Wieso uns? Dich? Ich war gar nicht da. Ach stimmt, du warst ja gar nicht da. egal. Aber warte mal, ich muss mein Bier noch holen. Alter. Weißt du, wie socially awkward es auch gerade war, selber irgendwas zu sagen hier? Totally social awkward. Social was? Totally social awkward. Geht das auch Deutsch? Total befremdlich. Danke. So, gehen wir zum Fährmann, weil jetzt kommt der Mondtempel. Wir gehen zum Fährmann, der kriegt eine Goldmünze von uns, wa? Bring uns zum Mondtempel. Moin, moin, ich bin Charon, der Fährmann. Nächster halt, Mondpalast. Was wollt ihr eigentlich hier in diesem Palast? Gibt's doch gar nichts. Volle Kraft voraus. Jetzt sehen wir dann gleich, ob es da gar nichts gibt. Das sieht komisch aus. Oh, kann ich auch schneller fahren? Ich glaube nicht. Oh, sag mal. Hier, guck mal, das ist eine Zweitagesfahrt. Jo, warte da. Mitte, kommst du? Das ist eine Qualle. Töte die Qualle. Töte. Mach kaputt. Ich treffe nicht. Du triffst nicht. Scheiße. Jetzt 29. Mann, du bist scheiße. Ja, Luft die Trommel. Lass sie da wegfliegen. Jo, will ich den. Ist scheiße. Mach mal mit, ja. Das ist jetzt dein Laserstrahl. Na, das ist verständlich, den will ich ja mal sehen. Das ist nicht der Laserstrahl. Nee, das ist das Laserentferner. Richtig krasses Zeug, so. Ratata, peng. Yeah. Wow, mächtig! Oh mein Gott, ich bin so gut. Mächtig! Ich bin so gut. Mächtig! Ich glaube allgemein mit Mond und Lichtattacken hier im Mondpalast zu kämpfen ist auch ein bisschen Spaß. Denkst du, soll ich irgendwie mit Feuer rangehen? Weiß ich nicht. Was haben die bei Sailor Moon nochmal gemacht, um die kaputt zu machen? Mondstein, Flieg und Sieg! Die haben schon für einen Freund gestürzt, ne? War das nicht so? Was? In was haben die sich gestürzt? Auf ihren Freund. Aha. Auf Taxi Thomas. Hieß der so? Taxi Thomas. Ich glaube, der hieß Taxi Thomas. Bin mir aber unsicher. Hier das ist dunkel hier drin. Aus. Aber ist cool. Fetzt. Ich möchte diese lauschige Stimmung mit einem unterbrechen. Da habe ich gerade total Lust drauf. Hä? Wieso? Warum nicht? Der Hund bellt im Hintergrund. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich gehe jetzt hier einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Der Hund meckert. Der prügelt sich, glaube ich, gerade mit irgendwas. Willst du mich verarschen? Der Hund prügelt sich gerade mit irgendwas. Ich glaube auch, dass der gerade irgendwie spastisch ist. Mein Gott, immer diese Unterbrechung hier. Kannst du mal das Teil hier analysieren? Welches Teil? Das Teil? Was ist mit dem Hund los? Der Hund hat eine Meise. Der Arme. Die Arme. Der Hund. Ah, Laternas Magie könnte helfen. Dann mach's doch mal. Dann tu mal deine Magie einsetzen. Nö. Mach jetzt! Nö. Doch. Jetzt ist das. Aber mit was? Mit dem Laser, den ich wahrscheinlich mal. Ich mach mal einen Laserentferner hier. La la la. Es hell geworden! Yay! Siehst du mal, Lichtmagie ist doch total cool hier, weißt du? Nur die hat weitergeholfen. Lun
Lunatik, willkommen im Mondpalast. Ich bin Lunatik, der Mondpatron. Es ist so langweilig hier, ich brauch Action. Darf ich euch helfen, Mana zu retten? Okay. Alter, das ging jetzt schnell mit Lunatik. Dann verschließen wir den Scheiß wieder hier. Mann, Fröpfel drauf, die Scheiße hier. Kraft der Samen erhalten. Jetzt haben wir ja neuen Lunatik. Ich kann Morphingas, dann kann... Oh, Zaubersog, ich kann... Oh Gott, geil. Mana-Samen? Jo. Vollmondnacht. Das ist doch ein bisschen crazy. Aber hey, schon allein. Was kann ich Schönes? Mondklinge, logisch. Verrückte Scheiße. War klar, weißt du? Lunakraft, da kann ich große Muckis machen. Und Neumond-Aura. Klingt genauso beschissen. Also kein Angriffszauber dabei, das ist echt schade. Was denn jetzt? Sanis Angriff. Wow, du hast voll den Zauber bewirkt, du bist voll mächtig. Aber nur auf mich. So. Was willst du jetzt dagegen machen, hä? Was willst du machen, hä? Ich mach jetzt voll hier Magiezauber. So hier, ey, gib mir Magie. Wir dürfen die 30 Ball erreicht haben, hä? Kann das sein? Ja, sollten wir gleich haben. Oh, ich hab viel Magie gesaugen! Yay, yeah, ich bin voll mächtig! Magie saugen! Hier, gib mir mal. Das ist eigentlich voll toll zum Trainieren. So. Es ist eigentlich wirklich voll toll, das hier zum Trainieren zu nutzen. Ich saug den ganzen Tag Magie, den aus dem Arsch. Ich darf eine Mondklinge bauen, weißt du? Ja, viel Spaß. Nimmst du mal den Mond und tust eine Klinge reinstecken, hast eine Mondklinge. Ich mache nicht mal Schaden. Bist du jetzt mal Schmidt hier? Komm. Ich mache voll die Lunakraft auf alle. Nee, nur auf ihn. Verdammte Kacke. Oh Gott. Ich habe die in merkwürdige Dinge verwandelt. Tolle Lu. Mach das nochmal. Oh, das ist ja niedlich. Rums. Und jetzt sauge ich die Magie ein. Da gibt es nichts mehr zu saugen. Dankeschön. Doch, ich sauge den Boden. Verdammt. Schön. So, dann haben wir ja den Tempel hier auch hinter uns gebracht. Dann würde ich sagen, wir steigen hier direkt aus. Das ist ein schönes Bild zum Aussteigen. Okay, dann steigen wir aus. Die Weisheit des Tages. Auf dem Mond hilft Licht. Was? Habt ihr ja gesehen. Was? Oder nicht? Ah. Das reimt sich sogar. Sei einfach still. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.